Moin und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hier ist jetzt auch das ersehnte 300 Abonnenten Special, welches ich schon mal auf Instagram die Woche angeteasert habe. Und zwar, ja, ich habe die 300er Marke geknackt, freue mich wie ein Schnitzel darüber, denn es bedeutet mir einfach super viel, dass ich weiß, okay, meine Videos werden geguckt, meine Videos werden kommentiert, ich kann mit euch auch darüber sprechen. Ich finde es einfach mega geil, dass ja, diese Community, wie sie jetzt schon da ist und ich möchte einfach nochmal Danke an euch sagen, dass ihr mich bisher auf dem Weg so weit unterstützt habt. Und genau, deswegen heute 300 Abonnenten-Special im Q&A-Format, denn ich habe die Woche dann bei Instagram ja quasi zu Fragen aufgerufen, Fragen an mich, was ihr über mich wissen wolltet. Falls ihr jetzt mich noch nicht bei Instagram irgendwie verfolgt, könnt ihr natürlich bei solchen Aktionen nicht teilhaben. Ich hoffe dennoch, dass Fragen jetzt gleich dabei sind, die ihr euch auch schon mal dachtet, die ihr mich fragen wolltet. Auf jeden Fall, ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen, dann verpasst ihr sowas zukünftig nicht mehr. Der ein oder andere hat sich jetzt bestimmt schon gefragt, ey Philipp, warum sitzt du vor einem grünen Hintergrund? Und das ist ganz einfach. Jetzt gerade sitze ich noch in meinem Wohnzimmer, aber vielleicht will ich ja gar kein Q&A in meinem Wohnzimmer machen. Deswegen bin ich jetzt ganz woanders. Ich weiß noch nicht wo, weil ich noch nicht weiß, was ich dafür einen Effekt reinpacken will. Auf jeden Fall ist es somit um einiges cooler, denke ich. Und genau unter diesem neuen Setting möchte ich jetzt auf eure Fragen eingehen. Ich werde in meiner Timeline die verschiedenen Fragen auflisten. Das heißt, ihr könnt auch zwischen den einzelnen Fragen hin und her skippen, ganz wie ihr wollt. Ich denke, ist vielleicht eine ganz coole Funktion von YouTube, die ich dann in dem Fall auch nutzen möchte. Und dann geht es jetzt mit der ersten Frage los. Und zwar die erste Frage lautet, wie läuft aktuell mein Studium? Ihr wisst, denke ich, oder die, die es noch nicht wissen, ich studiere in Köln Maschinenbau. Ich bin jetzt im zweiten Semester und es stimmt, was gesagt wird. Die ersten Semester werden ausgesiebt. Das heißt, die ersten Semester sind auch einfach knüppelhart. Es ist eigentlich nur Mathe. Wir haben zwar verschiedene Modulfächer, die alle unterschiedlich heißen meinetwegen, aber der Kern von allem ist Mathe. Und damit werde ich jedes Mal konfrontiert und muss mich jedes Mal auf das Neue zusammenreißen, mich da durchzubeißen. Aber jeder, der überlegt, es zu machen, ich kann es euch eigentlich ans Herz legen. Es ist nicht einfach. Aber es funktioniert irgendwie, also man beißt sich da schon durch, wenn der Wille da ist, klappt das alles. Die nächste Frage ist von einem sehr guten Freund, und zwar, wann fährst du endlich Motorrad? Und zwar, gerade in meinem Freundeskreis wissen ein paar, ich möchte ganz gerne Motorrad fahren. Ich hatte auch schon überlegt, mir mit 16 direkt einen 125er zu holen und einen 125er Führerschein zu machen. Hab mich aber Gott sei Dank dagegen entschieden und auch die ganzen Zwischenschritte wollte ich bisher nicht machen. Das heißt, ich werde bis zu meinem 24. Lebensjahr warten. Wenn ich immer noch so Interesse daran habe, werde ich den großen offenen Führerschein machen und mir sehr wahrscheinlich dann irgendeine 600, 650 Kubikmaschine kaufen, insofern das finanziell natürlich auch alles hinhaut. Das heißt, Antwort, wahrscheinlich mit 24, 25 Jahren, sofern es finanziell auch möglich sein sollte. Die nächste Frage lautet, ist es eigentlich ein schweres Leben, wenn man so schwach ist? Darauf kann ich eine klare Antwort geben. Definitiv ja. Gerade bestes Beispiel, wenn es um alle möglichen Konserven geht. Marmelade, Gurkengläser oder Zwiebeln, was auch immer. Ich krieg's einfach selber nicht auf. Also ich muss dann immer in der Regel beim Nachbarn klingeln, damit er es für mich erledigt. Besteck, um zu essen, es geht einfach nicht. Ich muss in der Regel immer zwei Hände benutzen, um eine Gabel zu halten. Und ja, es ist definitiv nicht leicht, aber man kämpft sich da auch schon irgendwie durch. Funktioniert. Die nächste Frage kommt von Till und zwar, kannst du mal zu meiner Enduro-Runde kommen? Wenn du das hier siehst, ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Aktuell ist es halt ein bisschen was zeitlich extrem eng, aber sollte definitiv klappen, kannst du mir einfach auf Insta Direct oder auf WhatsApp mal einen Standort von dieser Runde schicken, mir sagen, wann du Zeit hast, dann kann ich es abgleichen und dann denke ich, kriegen wir das irgendwie sogar noch dieses Jahr hin. Wäre jedenfalls ganz geil. Die nächste Frage kommt von Marco und zwar, wie kann man nur so geil sein? Ja, es ist ein ziemliches Geheimnis von mir, ehrlich gesagt, aber ich verrate es euch. Das große Geheimnis ist, ich habe überhaupt keine Ahnung. Nächste Frage. Weitere Frage, Bock nächstes Jahr wieder in Winterberg zu sein? Ja, definitiv. Ich finde es immer noch sehr schade, dass dieses Jahr kein Dirt Masters zustande gekommen ist. Ich sehe auch nächsten Jahr noch relativ schwarz entgegen. Ist leider so, aber nichtsdestotrotz wird der Bikepark ja hoffentlich aufmachen. Ich bin mega gerne in Winterberg. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, wer es von euch schon gesehen hat, die Pinball wird
komplett umgebaut. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr auf jeden Fall auf YouTube dann beim Bikepark Winterberg sehen. Hat sich sehr geil angehört, was da entstehen soll. Allein deswegen bin ich schon wieder gehypt wie ein Schnitzel auf Winterberg nächstes Jahr. Von daher, ja, wir werden uns nächstes Jahr in Winterberg sehen. Wir werden da zusammen biken und eine coole Zeit verbringen, denke ich mal. Jetzt haben wir schon ein paar Fragen rum. Aber wir haben eine Sache noch nicht gemacht, und zwar den Hintergrund gewechselt. Das machen wir doch mal eben schnell. Das ist halt echt cringe, aber das ist mein Video, wir machen das jetzt hier so, okay? Also, neuer Hintergrund, neue Fragen. Und zwar, wann geht's wieder biken? Frage kommt von Justin. Ja, diesen Samstag habe ich mir so gesehen freigeschaufelt. Diesen Samstag geht's biken und ich habe richtig Bock, ich weiß noch nicht wo. Hauptsache aufs Fahrrad und gib ihm. Ja, vielleicht sieht man sich ja. Die nächste Frage bzw. Aufforderung lautet, zeig mal mehr Katzen-Content. Und zwar, das hier ist Dexter. Ist ein 4 Monate alter Kater, ist mein Kater. Und wer mich auf Instagram verfolgt, hat auch schon ein Bild von ihm gesehen. Ich werde auf YouTube sehr wahrscheinlich keinen Katzen-Content hochladen. Leider gibt es keine Trail-Cats, sondern nur Trail-Dogs. Deswegen, oder vielleicht bringen wir das ja bei. Wäre eigentlich ziemlich geil, wenn du hinter mir hier rennen würdest, wenn ich bike. Wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ich denke mal, also wenn ihr mich auf Instagram verfolgt, wird hier und da mal wieder irgendwie eine Story oder so mit, sag mal, kannst du dich mal benehmen? Wir drehen hier gerade ein Video. Das kannst du doch nicht machen. Wird auf jeden Fall hin und wieder mal wieder ein Katzenpost oder so kommen. Nächster Kommentar von einem guten Freund. Du hast keine Freunde, niemand mag dich. Ich sag mal so, wer viele Feinde hat, braucht keine Freunde mehr. Nächste Frage von Madeleine. Wer ist cooler, du oder Adriana? Adriana ist meine Zwillingsschwester. Ganz wichtig aber, ich bin der Erstgeborene. Da lege ich ganz viel Wert drauf. Und das geht bei Zwillingen natürlich auch, weil zeitgleich funktioniert sowas nicht. Und um mal auf die Frage zu antworten, definitiv ich. Also ich meine, meine Schwester ist zwar cool, aber auch nicht so cool. Also muss man mal eins klarstellen. Yay, eine Fahrradfrage. Geil. Was war dein schwerster Unfall bisher? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bisher mit Unfällen extrem Glück gehabt. Mein schwerster Unfall war tatsächlich bisher einfach nur ein verstauchtes Schlüsselbein. Und zwar das schöne Teil hier. Und zwar, für die, die es vielleicht interessiert, es ja, war bei einem Step-Up, ein nicht ganz so kleiner Step-Up. Und ich habe mich davor richtig eingeschissen, muss man einfach sagen. Aber ich habe es halt dann auch durchgezogen, war vielleicht im Endeffekt dann doch nicht so gut, weil ich, damals hieß es dann bei uns im Kreis, einen Professor gemacht habe, oder anders gesagt, ein OTB, over the bar, über Lenker geflogen bin, aber so richtig kacke einfach. Vor allen Dingen, ich bin halt zu schnell gewesen, bin zu weit gesprungen. Mein Fahrrad hat gefühlt einen Frontflip gemacht, ich vom Fahrrad runtergesprungen, aber eben weil ich zu schnell war, bin ich quasi schon so quasi richtig Dive-Style ans Ende von der Landung geflogen. Zwar abgerollt, aber halt natürlich so Sumo-Rolle-Style, einmal hier schön übers Schlüsselbein, hat dem Schlüsselbein nicht so gefallen. Tat ziemlich lange nach weh. Aber wie gesagt, also das sind Peanuts, wenn ich teilweise mitbekomme oder auch sehe, was Freunden und anderen passiert, mit denen man sich so im Bikepark aufhält, kann ich wirklich nur sagen, hatte ich bisher ganz, ganz, ganz viel Glück und möchte auch ganz gern von dem Glück vielen anderen was abgeben. Nächste Frage. Wie ist es so, in Köln bzw. einer Großstadt zu leben? Ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal im Hintergrund nochmal ein bisschen was passender. Und zwar, wie ist das? Ich muss sagen, es ist ziemlich geil. Ich lebe jetzt erst seit, Entschuldigung, Anfang des Jahres in einer Großstadt bzw. in Köln. Und das hat auch mit einem guten Grund. Ich wollte extra Trubel haben. Konnte ja keiner wissen, dass dann so eine Scheiße losbricht, wie die, die wir jetzt gerade haben. Dennoch merkt man halt schon, okay, es ist eine Großstadt und nicht wie, naja, wo ich vorher gewohnt habe, und zwar so richtig auf dem Dorf. Kann man den Hintergrund ein bisschen passend, so schlimm jetzt natürlich auch nicht, aber es war schon ein Dorf, also sehr wenig Einwohner und dieser Kontrast ganz einfach, fand ich mega geil. Ja, wie ist es in Köln?
ich wohne in der Innenstadt oder ziemlich nah in der Innenstadt, Belgisches Viertel, ich gehe aus der Tür raus und da ist halt direkt was los. Selbst zu den aktuell schwierigen Zeiten, natürlich hält sich jeder an die Regeln, macht diesen bitte auch. Und dennoch, ich finde es halt einfach super cool, also man ist halt direkt im Geschehen drin. Viele mögen es, denke ich mal, dann bestimmt nicht, weil man eben nicht so wirklich seine Ruhe hat, wenn man dann morgens aus der Tür rauskommt, aber ich finde es doch schon ziemlich cool. Frage von Feli. Ich habe ihr zwar auch schon auf WhatsApp geantwortet, aber auch hier einfach nochmal, falls es vielleicht auch irgendwer von euch interessiert. Wie geht's dir? Ja, mir geht's definitiv wirklich gut aktuell. Ich kann mich nicht beklagen. Ich bin gesund. Ich hoffe, ihr auch. Ja, ich sehe eigentlich auch mit viel Zuversicht aufs Jahr 2021, jetzt wo 2020 halt von Anfang an eigentlich schon ziemlich bescheiden lief. Aber nichtsdestotrotz, mir geht's gut. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Ja, ich glaube, mehr muss ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Studium läuft, YouTube läuft, Privatleben läuft. Ja, soweit alles super, würde ich sagen. Bevor wir jetzt zur nächsten Frage kommen, ändern wir erst nochmal das Hintergrundbild. Ha, mega geil. Ich glaube, das ist ziemlich cringe, aber wie gesagt, das ist mein Video, also gewöhnt euch dran. Die nächste Frage. Nächste Frage kommt von Luis. Und zwar, seit wann bist du eigentlich so ein geiler Typ? Geht eigentlich in die gleiche Richtung wie von Marco von vorhin. Da wusste ich noch keine Antwort drauf. Ich bin mir aber jetzt relativ sicher, woran es liegen könnte. Und zwar das Geheimnis werden Proteine sein. Ganz viel Proteine. Ich bin eigentlich nur noch Proteine am Fressen. Morgens, mittags, abends, nachts, auf dem Klo, in der Uni, beim Sport, rund um die Uhr. Das wird es eigentlich sein. Also ich kann es mir eigentlich nicht anders erklären. Zu dieser Frage, beziehungsweise auf die nächste Frage zu kommen, das war eine 2-in-1-Frage von Luis. Die nächste Frage geht um den Bizepsumfang. Und zwar, was ist sein Bizepsumfang? Hätte man jetzt, glaube ich, gerade dadurch auch irgendwie denken können. Und zwar, mein Bizepsumfang beträgt aktuell 39 cm. Und es ist noch Luft nach oben, sagen wir mal so. Also da muss noch was her. Die nächste Frage lautet, warum läufst du immer nackt in deiner Wohnung rum? Ich weiß nicht, woher man so Informationen eventuell haben sollte. Auf jeden Fall, nein, das tue ich nicht. Aber tatsächlich viel in Shorts. Oder beziehungsweise nur in Jogginghose. Liegt ganz einfach daran, dass ich mich in meiner eigenen Wohnung sehr frei fühle. Und ich glaube, das können auch sehr viele nachvollziehen und werden das wahrscheinlich genauso machen, die eine eigene Wohnung haben. Man kann es einfach machen. So, ich glaube, dabei kann man es belassen. Wo kommt diese Motivation her? Schon vor Studioöffnung. In dem Fall, glaube ich, kommt das von der Story, die ich die Woche auf Instagram hatte. Also vor McFit zu stehen. Ja, ehrlich gesagt, die Motivation kam auch einfach daher, dass ich nicht wusste, dass mein McFit um die Ecke erst um 10 Uhr an einem Samstag aufmacht. Deswegen stand ich auch schon um 9.30 Uhr da. Weil, ja, ich war ziemlich motiviert. Danach gab es auch noch weitere Pläne für den Tag. Und deswegen dachte ich mir so, komm, ich zieh das halt schnell durch. Und ich bin auch irgendwie aufgewacht und dachte mir so, boah, jetzt zack, ab dafür. Gerade irgendwas gefrühstückt und los geht's. Ja, und dann steht man halt davor. Es ist kalt, wir haben Herbst, es ist halt echt nicht warm. Und möchte eigentlich trainieren, aber kann es nicht. Jetzt würde ich sagen, wechseln wir noch ein letztes Mal den Hintergrund. Ja, nochmal eine Frage, wie läuft das Studium? Also Studium läuft halt, wie gesagt, sehr gut. Und was ich danach machen will, ist die darauf bauende Frage. Ja, danach möchte ich ganz gerne irgendwo bei einem echt coolen Industrieunternehmen vielleicht auch ein bisschen was Zukunftsunternehmen, sei es jetzt Google, Microsoft oder Tesla, wäre auch geil. Tesla baut mittlerweile relativ viele Standorte hier in Deutschland. Arbeiten einfach, um ja, am Puls der Zeit zu sein, ein bisschen was auch für unser Klima zu tun, für unsere generelle Gesundheit, das ja auch irgendwo dann doch ein bisschen was mit dem ganzen Thema zusammenhängt. Und das ist so mein Plan. Eine sehr gute nächste Frage. Warum fährst du Mountainbike und was macht dir daran so viel Spaß? Ja, warum mache ich das? Ich wurde das bisher tatsächlich nur sehr selten gefragt, beziehungsweise fast gar nicht. Und zwar, ich glaube, man kann es eigentlich ganz gut beschreiben. Ja, wie kann man das sagen? Man kann sich ein bisschen was vorstellen wie Achterbahnfahren. Ich denke mal, fast jeder von euch war schon mal in einem Freizeitpark. Ich bin persönlich
kein großer Freund von Achterbahn. Und zwar, jetzt kommt der knackende Punkt. Der Knackus Knausus. Ich habe es nicht unter Kontrolle. Also wenn die Bahn, was sie in der Regel natürlich nicht macht, irgendeine Scheiße anstellen sollte, hängen ich und auch alle anderen da drin und man kann nichts tun. Das ist einfach so ein Gedanke, so dieser Kontrollverlust, den ich bei Achterbahnen nicht geil finde. Den ich aber wiederum bei Mountainbiken, vor allen Dingen auf sehr schnellen Strecken, eben dann doch wieder habe. Klar, Loopings gibt's jetzt nicht, es sei denn, man könnte vielleicht einen Backflip oder so, ich nicht. Aber dennoch kommt das so ein bisschen schon am ehesten in diese Richtung. Also ich würde sagen, ich fahre Mountainbike, weil es mir Spaß macht, so ein Gefühl von Achterbahnfahren zu haben, aber dennoch die Kontrolle zu haben. Nächste Frage, wo gibt es das beste Essen in Köln? Die Frage kann ich jetzt natürlich auch nur rein subjektiv beantworten. Meiner Meinung nach, weil ich ein Riesenfan von Buffet bin und von möglichst viel ausprobieren, ist auch hier keine Werbung, ist das Mongos in Deutz, also von mir aus andere Rheinseite. Und ja, das ist ein mongolisches Restaurant. Ihr könnt im Endeffekt alles zusammenstellen, wie ihr wollt, im Buffet. Wenn ihr wollt, auch all you can eat. Und das packt ihr in eine Schüssel. Das wird dann fertig gemacht für euch oder an den Tisch gebracht. Und da ist halt mega geiler Kram bei. Vor allen Dingen, wir haben auch gerade eben, oder ich habe eben schon mal Proteine erwähnt. Da kann man wirklich alles essen. Zebra, Krokodil, Känguru, natürlich Rind, Hähnchen, weiß ich nicht. Aber es gibt schon ziemlich coole, exotische Sachen. Wenn ihr mal in Köln seid, probiert es einfach mal aus. Ist nicht wirklich teuer, also gut bezahlbar und man bekommt auch definitiv was für sein Geld. Kann ich hierbei empfehlen. Machen wir weiter mit, was ist dein Lieblingsfach? Ich denke mal, da geht es dann um Uni, beziehungsweise was ist mein Lieblingsmodul? Und zwar ist das aktuell CAD, beziehungsweise CAD 1. Das ist das erste CAD-Modul, welches ich in meinem Studium habe. Und da geht es eigentlich um, ja, was ist das? Computer Assisted Drawing, also technische Zeichnungen am PC. Ich habe in meiner Ausbildung, die ich vor dem Studium gemacht habe, ein ganzes Jahr lang per Hand technische Zeichnungen anfertigen müssen. Fand ich richtig kacke, aber am PC macht es halt mega viel Spaß. Und vor allen Dingen, wenn man eine gute Idee hätte, um damit was anzustellen, könnte man damit auch, wenn man es wollen würde, ein kleines Business bzw. Startup machen, wenn einem die Ideen irgendwie einfallen würden. Wie alt bist du? Ich bin 22 Jahre alt, werde jetzt noch im Dezember diesen Jahres 23 Jahre alt und ich glaube, das ist dann damit auch gesagt. Wo kommst du her? Ja, aktuell wohne ich halt fürs Studium und wahrscheinlich auch danach in Köln. Aber ursprünglich komme ich, wie vorhin schon erwähnt, aus einem sehr, sehr kleinen Dorf, knapp 1000 Einwohner. Kleiner geht natürlich immer. Ist in der Nähe von Bonn. Also wenn ich so irgendwie noch was genaueres sage, bringt es euch wahrscheinlich nichts, weil dann, klar, ihr könnt es bei Google Maps eingeben, aber ich denke mal, Nähe von Bonn, beziehungsweise zwischen Bonn und Neuwied dürfte, denke ich, da schon ganz gut, ja, dürfte euch schon ganz gut geholfen sein. Und die letzte Frage, beziehungsweise Aufforderung, ich lese mal gerade vor, Dexter, 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 mehr von Dexter. Und hier ist er nochmal, extra für die, die ihn sehen wollten. Ich packe jetzt mal ganz nah an die Kamera ran. Schauen Sie da rein, Chef. Da ist er. Und das war's auch schon mit diesem Q&A. Ich denke mal, das waren jetzt gar nicht so wenige Fragen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Sachen von mir näher bringen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bleibt bis dahin natürlich wie immer gesund. Habt eine schöne Zeit. Und wir sehen uns. Ciao, ciao.